Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einem ganz, ganz besonderen kleinen Video mal wieder. Ich habe hier ein Paket von der Nadja aus der Schweiz und diesmal habe ich was bei ihr gekauft. Sie hat was gefunden online und wusste nicht, ob sie es selber behalten möchte oder an mich abgeben möchte. Und das habe ich hier abgekauft. Was das ist, seht ihr im Video. Viel Spaß. Oh ja, habe ich schon richtig Bock drauf. Wir haben darüber gesprochen, was es ist. Ich fand es sehr cool und ich wollte es unbedingt haben. Und jetzt möchte ich auch gar nicht lange da rumschnacken, sondern euch zeigen, was es ist. Ihr liebt Booster. Viele von euch lieben alte Sets. Also, was wird es wohl sein? Genau das wird es sein. Also, schauen wir mal rein. Erstmal jede Menge Styropor und dann geht's los. Oh ja, oh ja. Ja, wie geil. Ruf der Legenden, Freunde. Und Heart Gold, Soul Silver. Das müssten jetzt, glaube ich, alle gewesen sein. Moment. Fast alles. Ein Brief war noch mit dabei. Da schauen wir mal rein. Es hört einfach nicht auf mit den Paketen. Und viel Spaß beim Öffnen. Liebe Grüße, Nadja. Ja, da hat sie recht. Erst hat sie eine Menge geschickt. Für umsonst. Ja, ihr habt es gesehen. Krank. Und jetzt kriege ich wieder ein Paket. Aber diesmal eben, wie gesagt, gekauft. Also, sortieren wir erstmal ein bisschen, was wir hier haben. Ruf der Legenden. Jede Menge. Es müssten 20 Stück sein. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Und 2, 4, 6, 8. Und hier nochmal 2 sind 10. Und 2, 4, 6, 8. 10 mal Heart, Gold, Soul, Silver. Das ist so geil. Allein das hier. So viele von diesen alten Sets. Kriegt man nicht mehr. Und da sind so coole Karten drin, ja. Ich habe die alle nicht gesammelt. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Aber das finden wir zusammen heraus. Okay, aber eine Sache muss ich auf jeden Fall machen. Ich möchte von diesen Artworks ein paar behalten. Weil man kriegt die nicht so einfach her tatsächlich hier. Ruf der Legenden möchte ich auf jeden Fall von jedem Set eins aufheben. Davon werde ich auch jeweils eins behalten. Weil die einfach geil ausschauen. Und wir werden auf jeden Fall anfangen, ein paar davon aufzumachen. Ich hätte gesagt, wir machen davon mal eins auf. Und da haben wir nicht so viele. Machen wir da. Komm. Machen wir das mal. Keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach noch ein anderes Artwork. Das zum Beispiel. Ja, und den Rest stellen wir auf Seite. Einfach nur, weil viele von euch gesagt haben, boah, Maxi, mach doch mal irgendwie so Oldschool-Stuff. Und ja, ich gucke auch, ob ich irgendwo online Produkte finde günstig. Es gibt ja noch diese alten Tinboxen, wo diese Booster mit drin sind. Zumindest ein paar davon. Ja, Ruf der Legenden wird es, glaube ich, seltener hier geben irgendwo. Aber die wollen wir trotzdem aufmachen. Und wir fangen auch tatsächlich einfach mal mit Heart Gold Soul Silver an und heben uns die zwei geilen Sets bis zum Schluss auf. Da sind so Gangsterkarten drin. Vor allem freue ich mich, wenn ich da mal eine dieser Holo-Energiekarten ziehe. Die wir aber auch hier in diesem Set finden werden. Und das Booster ist alt und es ist so hartnäckig, dass ich es gar nicht aufbekomme. Na, gut. Für diesen Fall habe ich immer meine Schere griffbereit. Dann haben wir hier keine Probleme und schauen mal, was wir in diesem kleinen Oldschool-Unboxing finden. Vielleicht ziehen wir wieder mal eine Primus-Karte, was natürlich sehr, sehr nice wäre. Schere kann aus dem Bild. Und wir fangen an mit einem Carpador. Die alten Artworks, haben viele gesagt, finden sie sehr viel besser als das, was es heutzutage gibt. Das ist schon echt teilweise, das ist so süß, zum Beispiel das Visor. Hubbelupf, ja, schöne alte Neo Genesis Generation. Rainbow Energy, Hyper Heiler. PP Reverse Holo, die Karte ist ziemlich nice. Ich glaube, die haben wir schon mal gezogen oder irgendwo habe ich sie auf jeden Fall in meinem Ordner. Und wir haben tatsächlich eine Legendenhälfte gezogen. What? Lugia, Legende, der obere Part. Also wir fangen da an, wo wir es jetzt mal aufgehört haben, und zwar mit einer Legendenkarte. Das ist super geil. Und beides zusammen, ja, es gibt es auch dann mit von Ho-Oh. Beides zusammen schaut mega, mega Deluxe. Also jetzt brauche ich auf jeden Fall eine Sleeve. Leute, wir haben so viel Glück mit diesen alten Sets, es ist unfassbar. Lugia, Legende, hier nochmal für euch in der Close-Up. Mega, oder? Geil. Aber das war erst der Anfang, Freunde. Das war erst der Anfang. Ich freue mich auf die zwei Kollegen hier. Ich habe noch nie in meinem Leben Ruf der Legenden-Booster aufgemacht. Ich habe nur die ganzen Shiny-Pokémon aus diesem Set und die Rayquaza, weil ich die ja sammle. Aber was kann man da sonst so ziehen? Ich habe keine Ahnung. 3, 2, Turnaround. Let's go. Flunkiefer, schaut auch ziemlich cool aus. Egozug und Zerstörermaul. Dann haben wir Smogon. Das schaut richtig fies aus. Ja? Schön gezeichnet. Kanimani, einer meiner besten Freunde.
Nocturne auch mit dem Uppercut beim Training. Oh, passend dazu auch das Kickly gleich hinterher. Professor Links Trainingsmethoden habe ich, glaube ich, aus irgendeinem dieser Themendecks mal gehabt mit Marmutee. Cheerleader-Jubel. Flamara, sehr süß für die Niki, haben wir aber schon. Das ist so krank, Leute. What? Alter Schwede, Rayquaza Shiny SL10. Das ist mit Abstand die geilste Karte aus dem Set, finde ich, weil ich ein Rayquaza-Fan bin. Und wir ziehen die halt tatsächlich im allerersten Ruf der Legenden-Opening. Das ist krank, Mann. Und dahinter ist noch ein schönes Rare Megane. Alter Schwede, das muss ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil die ist halt fresh out of the pack. Das ist halt Near Mint. Das ist halt geil ohne Ende. Wo sind meine Sachen? Oh Gott. Also, wir fangen erstmal mit einer Sleeve an. Ja, ganz vorsichtig. Und immer auch irgendwo in der Nähe befindet sich dieser Freund. Und zwar Mr. Toploader. Und darin verschwindet jetzt ein sauteures und supergeiles Shiny Rayquaza aus Ruf der Legenden. Mann, hey, wir haben so viele Booster. Vielleicht ziehen wir jetzt auch nochmal was Cooles. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was da alles drin ist, ob da auch irgendwie normale Holo-Karten drin sind, aber ich weiß, dass da die Shinies drin sind. Und das ist eigentlich schon mehr als geil, wenn man davon überhaupt mal eine zieht. Schauen wir mal. Funfi, Traunfugi, Feuerriegel, die schauen echt super süß aus, die Karten. Da ist das Evoli, da ist das Aquana. Vipitis schaut mega fies aus. Gefällt mir aber sehr gut. Igelava, dann haben wir wenigstens mal eine Entwicklung auch hier vollständig. Pachirisu Reverse Holo mit Eigengenerator, habe ich glaube ich auch schon mal gesehen. Einmal während deines Zuges kannst du, wenn du Pachirisu von deiner Hand auf die Bank legst, bis zu 2 Blitzenergiekarten von deiner Hand an Pachirisu anlegen und dann kann er sogar direkt angreifen. Na, schau mal. Lege alle an Pachirisu angelegten Energiekarten ins Nirgendwo. Oh, das ist fies, weil dann sind die komplett aus dem Spiel entfernt. Dementsprechend nicht so gut, aber macht 50 Damage. Das ist krass. Und ein Lucario Holo. Wow. Das schaut mega cool aus. Dimensionssphäre, Himmelhieb. Dieser Angriff fügt 30 plus 20 weitere Schadenspunkte für jedes seiner Pokémon im Nirgendwo zu. Okay, also tatsächlich hat es auch mal einen Vorteil gehabt, wenn Pokémon aus dem Spiel waren. Und Himmelhieb, der macht einfach straight 70 Damage und es wird keine Resistenz hier mit verrechnet. Das ist super cool für den Kollegen. Ich bin ja auch ein riesen Lucario-Fan. Für den Kollegen nehmen wir uns natürlich auch noch eine Sleeve mit her. Ei, 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 Freunde. 3 Pulls. 3 schöne Pulls. Angefangen mit einem mega geilen Lugia-Legende, der obere Teil. Ich sag's euch beide zusammen schon, mega cool. Vielleicht blende ich hier mal ein Bild ein, dann seht ihr, was ich meine. Das ist mehr als geil. Lucario Holo schaut sehr Gangster aus auch. Und Rayquaza, fucking shiny. Das ist ungefähr der derbste Pull seit Monaten, seit einem Jahr oder was weiß ich. Ich dachte schon, dass das letzte Rainbow Lucario krass war, aber das toppt es nochmal. Krass. Also Freunde, falls ihr Lust habt, noch mehrere dieser Openings zu sehen, ja, wir haben noch ein paar alte Booster da. Ich werde aber wahrscheinlich nicht alle Booster aufmachen, weil tatsächlich, ich habe alle Karten, die ich möchte aus diesem Set. Aber das ist so Gangster, ne? Da fällt mir nichts anderes ein. Leute, wenn es euch gefallen hat, ja, ihr wisst, wie es läuft. Lasst ein Like da, wenn ihr neu dabei seid. Lasst auch ein Abo da, unten auf den roten Button drücken. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr als nächstes sehen wollt. Es kommt auf jeden Fall Zeug zu Sonne und Mond 7. Habe ich schon vorbestellt. Es wird ein Display geben und eine Elite-Trainerbox, die wir zusammen aufmachen wollen. Im Online-Spiel machen wir auch wieder, ne, mit den Codekarten ein paar Booster auf. Aber jetzt bin ich so geflasht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist krank. Das ist einfach krank. Deswegen hören wir auch damit auf. Freunde, ich wünsche euch was. Ich feiere jetzt ein bisschen meinen Rayquaza und das ist mit Abstand das Derbste, was wir seit Monaten hatten. Und aus dem ersten Pack auch noch, ne? Krank. Freunde, bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.